Der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut geht der Frage nach, ob der Bundesverkehrsminister Scheuer bei der Vergabe der Verträge für die Pkw-Maut, die dann ja gescheitert ist vor dem Europäischen Gerichtshof, gegen geltendes Recht verstoßen hat. Ob er zu schnell gehandelt hat und damit Haushaltsrecht gebrochen hat, weil er Gelder versprochen hat, die noch gar nicht im Haushalt standen. Ob er gegen Vergaberecht verstoßen hat, weil er nur mit einem Bieter weiterverhandelt hat und andere schon draußen waren, die hätten informiert werden müssen. Inwieweit er gegen Europarecht verstoßen hat und das hätte auch wissen können. Der Verdacht besteht, dass hier unter parteipolitischem Druck durch die CSU-geführte Staatskanzlei aus München und durch die CSU-Parteizentrale Scheuer als Verkehrsminister und auch sein Vorgänger Dobrindt dieses Pkw-Maut-Projekt gegen alle Bedenken vorangetrieben haben und am Ende das den Steuerzahler einen dreistelligen Millionenbetrag kostet. Interessant dabei ist auch, wenn man sich die Frage stellt, was wäre passiert, wenn Scheuer den Vertrag nicht unterzeichnet hätte, wenn er auf die Warnungen gehört hätte und das EuGH hätte anders geurteilt, das heißt zugunsten von Deutschland, dann wäre genauso ein Debakel eingetreten. Man hätte hier einen Untersuchungsausschuss gehabt mit verloren gegangen Gewinn und so weiter und hätte ebenfalls kritisiert. Das heißt, das ganze Vertragsverhältnis, entweder oder, war von vornherein ein totgeborenes Kind. Und das muss man auch so bewerten. Wir haben heute im Untersuchungsausschuss Maut den früheren Verkehrsminister Dr. Ramsauer befragt. Und er hat hochinteressante Dinge erzählt. Die Pkw-Maut, wie sie kam und dann gescheitert ist, wurde in ihren Grundfesten im Koalitionsvertrag 2013 festgelegt. Und zwar gegen Warnungen von Dr. Ramsauer vor europarechtlichen Schwierigkeiten. Gemacht haben das drei Parteivorsitzende, nämlich Merkel, Seehofer und Gabriel. Die haben das an sich gezogen. Die haben diese Formulierung, die später zu dem gescheiterten Gesetz geführt hat, in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und wir wollen jetzt, dass die, die das angerührt haben, eben Merkel, Seehofer und Gabriel, auch vor dem Ausschuss befragt werden, wie es dazu kommen konnte. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.